Und ich reiße hier mal, wo reiße ich hier das Loch mal rein? Das habe ich normalerweise einfach immer hier gemacht, ne? Ja komm, dann mache ich das auch. So und so, sollte reichen. Und dann brauchen wir Holz. Ein Stack sollte auch dort mehr als genügen. So. Zack. Und halt auf die Seite. So dran. Brett. So dran. Nach unten. Und hier machen wir uns mal so ein kleines Gerüst. So. Und können das hier aufreißen. Und zwar mache ich mal hier auf. Ich glaube, hier waren... Hier war noch eine freie Stelle. Ne? Nee, hier ist auch schon alles zugebaut. Oha. Oha. Okay, okay. Das wird wieder hardcore friemelig. Oh Mann. Oh, da sind ja auch noch Sachen drin. Sehe ich gerade. Wie machen wir das jetzt? Ich gehe mal kurz nach hier oben, schmeiße das und das weg und dann nehmen wir erstmal den. Ne? Einen nach dem anderen. Oder kriege ich sogar beide mit? Ich mache erstmal den. Denn der muss zu... Halt, ran scrollen. Habe ich. Der muss hier irgendwo ran. Aber hier schon alles vollgestellt. Scheiße. Uh-oh. Was ist das eigentlich? Ach, das ist der Runentisch, ne? Ich könnte natürlich auch versuchen, hier so in die Wand zu bauen. Das ging ja auch, aber... Dürfte sogar etwas überragen, aber es geht nicht. Es ist alles maximal ausgereizt. Scheiße. Weil wenn ich das da hinten zum Beispiel hinbauen würde, wäre das zu weit weg. Da irgendwo rein geht auch nicht, ne? Oh Mann. Ich wünschte, es gäbe eine Mod oder eine Einstellung, dass ich sozusagen, wenn ich das auswähle, alle Bereiche, wo ich bauen kann, grün markiert sind. Beziehungsweise andersrum gerechnet. Alles ist grün markiert, aber dieser hier macht einen Umkreis, das ist rot markiert, damit ich sehen kann, hier kann ich nicht bauen. Also, dass ich jetzt, wenn ich das auswähle, hier grüne Flecken hätte, wo ich es hinbauen kann. Wisst ihr, was ich meine? Aber so muss ich immer so Try and Error. Kann ich hier bauen? Kann ich hier bauen? Ich drehe mal. Kann ich hier bauen? Wisst ihr, was ich meine? Ist irgendwie ein bisschen nervig. Ja, komm, Alter, ich muss hier rein. Scheiße. Oh Mann, ey. Ich hasse dieses Gefriebe mit den Dingern. Bin ich ganz, ganz ehrlich. Aber gut. Da müssen wir jetzt durch. Ich mach mal kurz den Metallschneider hier hin, weil ich... Ich habe das Gefühl, der ist ein bisschen kleiner. Wenn ich zum Beispiel so gehe und ich gehe näher ran. Und wenn ich jetzt nach hier gehe, geht es nicht. Nee, ich muss tatsächlich... Ah, hier ginge. Wenn ich hier nach da gehe, geht es nicht mehr. Also so und möglichst weit nach da. So, ne? Und so. Da ist es auch völlig egal, wie ich ihn drehe, richtig? Ja. Dann drehe ich ihn mal so. Das Ding versuche ich hier zwischen zu... Ja, es wird nichts. Gib mir den Table. Oh, das Eiter auf jeden Fall aussammeln. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Und da dieses Holz nervt mich auch ganz schön. Ich erinnere mich, dass ich nach oben gebaut hatte, weil die ja einen Umkreis haben sozusagen. Ne? Ich mache mal kurz das Ding. Und probiere das hier reinzuschieben in die Wand. Ah, geht sogar. Ab. Hier geht. So und so. Na komm, na komm. Zack. Jeden Millimeter auskosten. Dann dieses Schraubzwingen-Dingens. Und das war's ja noch nicht, ne? Da kommt ja noch mehr. Naja, gut. Warte mal. Der hier muss auch weg. Den muss ich anders bauen.
So, dann baue ich den hier irgendwo hin. Der kann weg, ne? Ja. Das wäre noch in Range, aber ich probiere mal, wenn ich den hier erhöhe, zum Beispiel so, hier in die Mitte rein. Halt! Ah, doch, ist richtig. Und dann Herstellung, Schraubzwingen-Dingens. Muss ich hier vielleicht was aufreißen, dann mache ich das. Oh, ist das nervig hier zu bauen. So. Und den hier auch noch weg. Kann ich jetzt bauen? Komm schon. Nein. Dann mache ich mal hier hin. Und probiere es nochmal. Nichts, nichts, nichts. Gar nichts. Kann aber auch sein, dass es hier ran liegt. Aber er sagt, mehr Platz benötigt. Also liegt es nicht da dran, ne? Hm. Probier mal hier. Oh, ist das nervig. Okay. So. Ja, Platz benötigt. Das ist hier nicht möglich. Ja, ja, klar. So. Halt. Scheiße, Mann. Oh, ich hasse das. Warte mal, Biegen und brechen, ne? Hätte ich mir echt viel mehr Platz nehmen sollen, glaube ich. Ich mache das doch lieber so. Möglichst an die Wand dran. Ne? Das macht mehr Sinn. So. Und das gleiche mit dem Ding auch nochmal. Und dann muss der halt ein Stück weiter nach da, aber so sei es. Habe ich, glaube ich, den Raum mehr ausgekostet. So. Hä? Da war es doch gerade. So. Und rein in die Wand, damit ich möglichst viel Platz auskoste. So. So. Perfekt. Dann probieren wir nochmal diese Schraubzwingen-Dingens. Passt das hier jetzt drauf? Ja. Ja, da war's. Da. So. Zack. Dann den weg. Den weg und den weg. Aber ich habe hier andere Sachen abgerissen. Die müssen alle wieder hingebaut werden. Und zwar den Tisch. Und auch dieses Ding hier, ne? Warte mal, das ist... Werkbank? Oh. Kann ich das hier dran bauen? Vielleicht. Wahrscheinlich nicht, ne? weil die Werkbank ist ja da. Oh, nee, ey. Scheiße. Also ich überlege auch gerade, das zu cutten, weil das ist für euch nicht besonders spannend, glaube ich. Aber andererseits... Nö. Sorry, Leute. Ach ja, stimmt, das muss ich irgendwo ranhängen, ne? Wenn ich hier hinten bin, hier reißt die Verbindung ab. Aber hier ist die Verbindung da. Sehr gut. Dann mache ich mal hier so ein Pinöbel so. Und von dem entfernt und dem. Wenn ich zum Beispiel sage so. Und hier gegen. Erstellung. Werkzeugregal. Passt natürlich nicht. Nicht einer passt. Dann mache ich mal... So. Nö. Auch nicht. Ich reiß das hier nochmal weg. So. Und mach dann das gleiche nochmal. Weil das muss hier ja zwischen. Anders geht's nicht. Ich mache einmal so und einmal ein Stück weiter so. Dann muss ich nicht immer tausendmal hin und her switchen. Werkzeugregal. Hiergegen. Geht nicht. Hiergegen. Geht auch nicht. Gedreht. Hier will er nicht. Wahrscheinlich wegen dem, ne?
So probieren. Und vor allem würde ich auch gerne wissen, was im Weg ist. Also wenn er jetzt sagt, mehr Platz benötigt. Ist das jetzt zu nah dran? Ist das zu nah dran? Was ist denn dein Problem? Verdammt nochmal, ist das ärgerlich. Ich habe echt keinen Bock gerade drauf. Eigentlich ehrlich. Sorry, wenn ich da so salty werde, aber Mann. Ich spule das vor, ne? Ja, ich spule das vor. Ich glaube, das ist weder für mich noch für euch sonderlich satisfying. Deswegen würde ich sagen, bis gleich. So, ich habe es jetzt connected, aber ich habe nicht alle untergekriegt. Es sind viel zu viele und auf Biegen und Brechen geht's nicht. Deswegen ist der vom Galder Table jetzt hier und der von der Workbench, der normalen, hier. Geht ja sowieso unter, ne? Ist jetzt nicht sonderlich schön, weil es war ja eigentlich geplant, dass alles hier unten ist und hier oben nur die Workbenches sind. Aber es sind einfach viel zu viele. Och, scheiße. Ja, da habe ich wohl was vergessen. Bis gleich. So. Oh Mann, war das ein Krampf. Echt, ich, boah, hab mich das gerade aufgeregt, dieses Hin- und Her-Gefriebel. Aber es ist jetzt alles da drin. Es ragt jetzt ein bisschen raus unten. Ich kann das ja mal kurz zeigen. Also dieses Kerzendingens. Ich habe es einfach nicht reingekriegt, deswegen guckt er jetzt da ein kleines Stückchen raus. Aber der Rest ist drin. Gott sei Dank. Und ja, das wird sowieso nochmal neu gemacht, aber nur die Ummantelung. Das mache ich allerdings später, weil, ja, irgendwie habe ich jetzt keinen Bock, doch noch ein bisschen irgendwie zu erkunden und so. Weiß ich nicht. Hätte ich schon Bock drauf. Warte mal, ich sammle hier mal schon mal das Holz und Grausten und so raus, weil das kann ich dann gleich mit einsortieren. So. Dann Holz. Und Ascheholz. Und genau das sammeln wir jetzt wieder. Weil ich habe voll Bock drauf, das hier weiterzubauen. Und nicht nur hier, sondern auch in den Etagen darüber. Ne? Und dann irgendwie wollte ich auch mal gucken, wie das dann überhaupt aussieht. Weil hier zum Beispiel könnte es schwierig werden. Das wäre dann wahrscheinlich hier lang, ne? Ja. Und hier oben wäre es... Ja, da könnte es zum Beispiel schwierig werden. Das wäre dann hier. So und so. Oh, ich glaube, das passt genau. Nee, hier doch nicht. Nein! Keine Ahnung, aber das machen wir dann. Es ist sowieso gerade morgens gewesen. Ich habe die ganze Nacht durchgeworkt. Das heißt, wir ruhen uns mal gut aus. So, ich stelle mich mal hier so drauf. So. Und dann warten wir, bis der ausgeruht Buff oben ist. Stimmt, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Aber es müsste morgens sein. Die Sonne ist da. Also, ja, ich glaube, wir haben es noch nicht mal... Oh. Jetzt aber. Ich glaube, wir haben es noch nicht mal Mittag, ne? Nicht mal ansatzweise. Oh, stimmt. Ich habe die Grafik runtergestellt. Weil, hier, Lichtpartikel, Schattenqualität. Zack. So, schon viel besser. Mittags, wir haben es gerade Mittag. Jo, dann würde ich sagen, können wir noch ein bisschen Holz sammeln. Weil es hat ja so geleckt, ne? Bei der Aufnahme. Das wollte ich dann so gut es geht reduzieren. Weil ich ja natürlich auch gehostet habe. Ist ja nun mal meine Map, ne? Aber was soll's? Ich... Och, nö. Ich bin so ein Idiot. Ja, Wexpresse mache ich später. Scheiße. Aber warte mal. Die Handwerkspresse ist ja easy. Die kann ich ja hier auf die Seite packen. Hier war noch viel freier Platz. Okay, das mache ich später. Da habe ich jetzt wirklich gerade absolut keinen Nerv drauf. So, aber ich nehme mal hier halt. Ja, nee, doch, da nehme ich den ganzen Stack mit. Das rein und hier die Hälfte. So. Und das an. Und die Krone hier rein. Und dann schlagen wir noch ein bisschen Ascheholz. Would I say? Habe ich richtig Bock drauf. Also, let's go. So, und dann schauen wir uns hier mal um, ob hier überhaupt ein Wald in der Nähe ist. Da hinten sehe ich schon was. Das sieht doch vielversprechend aus.
Weil, also schon klar, ich könnte jetzt wieder zu der anderen Stelle gehen, wo wir noch das Holz hatten. Da sind auch sehr viele Feinde, ne? Sehr viele Feinde da auch. Dann suche ich mir doch einen anderen Spot. Weil ich glaube, die anderen Portale für die Aschenlande waren ebenfalls sehr interessant. Stimmt. Das Aschenlande-Portal, wo auch der Boss war. Da gehe ich mal hin. Denn ich glaube, da waren auch Wälder drumherum. So, meine ich doch. Hier war überall Wald. Und den machen wir jetzt kaputt. Da sind erstmal Feinde. Und hier liegt Loot. Oh, eine Zwergenbase. Sind die Zwerge alle tot? Denn wenn ja, kann ich ja die Kisten looten, ne? Ja, könnte ich. Dann mache ich das auch. Und die Laterne möchte ich auch gern. Oh! Ups, die hätte ich mal vorher aufsammeln sollen. Ne? Ach, kann ich gar nicht. Gut. So. Und dann kann ich das Ding hier auch noch kaputt machen. Warum auch nicht? Sag mal, packst es? So. Ordentliche Forstsaube. Und tschüss. Das Ding hat aber ganz schön live, wa? Ah ja, ist gleich down. So. Dann haben wir hier noch eine Chest. Was ist das denn hier? Ein Hocker? Oder wie? Drop the Holz, gut. Und das hier? Kommt der vielleicht... da kommt eine Flüssigkeit hoch, wenn ich das auch... wenn ich das kaputt mache, plätschert das dann auf. Nee. Was gab es? Keine Ahnung. Irgendein Trash. Naja, gut. Stimmt. Das hier könnte eventuell eine Feuerschale geben. Gibt es auch. Ha! Sehr gut. Dann machen wir hier weiter, wa? Hier ist ja mehr als genug Holz. Und ein Pilz. Den nehme ich auch mit. Noch mehr Holz. Gut. Ja, theoretisch könnte ich zum Beispiel sowas wie Grausten wegwerfen. Hier haben wir jeweils nur einen. Würde ich trotzdem mitnehmen. Das hier, ganz ehrlich. Das lasse ich mal hier hinten despawnen. Oder hier hinten. Oh, ein Morgen. Den sollten wir eigentlich kleppen, wa? Warte mal, ich trinke mal kurz diesen mit. Das schmeiße ich weg, das schmeiße ich weg. Hier fünf Kupferdinger. Die schmeiße ich auch weg. So, das nehme ich alles mit. Das Holz kommt weg. Und er hat mich gesehen. Gut. Das sind Zwerge. Oh, oh. Gott sei Dank hat er nicht mitgekriegt, dass ich ihn angegriffen habe. Hier, Zwerge, ich helfe dir. Nein! Zack! Ach, den gebe ich gar kein Energieschild. Doch. Und er ist tot. Gut. Nee, ich habe ihm kein Energieschild gegeben. Meins ist kaputt gegangen, glaube ich. Ja, ja. Entspann dich. So. Aua, hör mal auf, Mann. Ah, ach so, hör doch nicht auf, wenn du mir dabei hilfst. Sehr gut. So. Ich bin rausgewichen, dreist. So, Energieschild natürlich. Oh oh. Wow. Nein! Ich dachte, ich hab's noch, so ein Penner. Scheiße! Ein Kackmorgen hat uns umgebracht. Okay, ich glaube, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Aber ich habe auch schon wieder ein bisschen greedy mit den Tränken, muss ich zugeben. Bin ich eigentlich auch schon wieder selber schuld, ne? Oh, gut. So viel zu dem Thema. Oh, das da hinten mag ich jetzt voll. Das sieht voll schön aus. Mit der Hühnerstange, mit dem Speer. Schöne Idee war das. So, kannst du dich mal bitte gut ausruhen? Mach mal hinne bitte. Dankeschön. Ja, das geht ja schon wieder gut los. Aber ich bin auch irgendwie, keine Ahnung, jetzt tatsächlich gerade ein bisschen raus gewesen. Ja, aber wir gehen einfach wieder rein und machen es nochmal. So, ich hoffe, der Morgen sieht uns nicht und verzieht sich. Tut er, ne? Und hier unten ist unser... Da ist der Morgen. Oh, oh. Geh mal weg, bitte. Was macht der denn da, Alter? So. Hat er mich gesehen? Nee, ne? Gut. Food rein.
Klamotten an. Energieschild. Und let's go. Weil der war ja auch fast down. Ja, jetzt gebe ich ihm den Rest. Na, komm her. Da ist er doch. Warum sehe ich seine Lebensanzeige nicht? Das hatte Raymond auch, ne? Das war Buggy. Er ist tot. Sehr gut. Mit deinem Stuff. Und dich bringe ich auch noch rum. Auf Wiedersehen. So, jetzt aber Holz hacken. Mann. Aber hier ist Gott sei Dank auch nirgendwo Lava in der Nähe, ne? Dass dann Holz verloren geht. Das war ja sehr, sehr nervig tatsächlich. So, und die Baumstümpfe auch wegmachen, weil die geben ebenfalls Aschenholz. Perfekt. So, schön Schaden machen gegenseitig. Dann sparen wir uns nämlich Arbeit. So. Da kommen Feinde. Oh, ja, sogar eine ganze Menge. Da ziehe ich mich mal kurz zurück. Bringe den hier schon mal um. Und den hier auch. Oh oh. So. Tschüss. Und du kommst mal her. So. Shit, hast du mein Schild zerstört? Diese Scharfschützen da, die sind echt nicht ohne, ne? Was den Schaden angeht. Und auch die Treffsicherheit. Diesbezüglich, was den Schadenausteil angeht, sind die echt tatsächlich mit die besten. Naja, okay, natürlich neben dem Warlock. Aber den kannte ich ja gar nicht bis Folge 900. Ich glaube, es gibt nur die drei. Wurde ich eines Besseren belehrt? Halt. Oh, es wird dunkel, ne? Wir sollten gleich mal zurückgehen. Wie sieht es denn mit Gewicht aus? Passt eigentlich noch. Ja, ne, und stimmt, nachts eigentlich wieder auf Asquin-Jagd. Und zwei Sterne Asquin suchen. Auch das steht eigentlich an. Hm. Hier wird noch so umgebracht. Du entkommst für dich. Tschüss. So. Nachtmusik. Ich sammle hier das Zeugs auf, damit nichts despawned und verschwendet ist. Wenn dann morgen war, ist dann da auch eine Morgenhöhle? Denn wenn ja, sollten wir uns die ja vornehmen, oder? Ich sag, oh nein, das ist verbrannt. Verbrennt Ascheholz auch oder nur normales Holz? Schreibt das mal bitte in die Kommentare, ich weiß es nicht. Und das hier ist eine Höhle. Die habe ich auch schon abgefarmt, bah. Sieht so aus. Ich glaube, das ist die, die ich schon abgefarmt hatte, ja. Ja, stimmt. Ich erinnere mich auch an den Baum, der da irgendwann mal umgeruppt wurde. Den mache ich nochmal kurz kaputt. Halt! Ich stelle mich hier hin, damit das nicht wegrollt. Ach so, die sind schon getrennt. So. Hör damit. Und hör damit. Und da sehe ich schon wieder ein Feind auf mich zukommen. Das ist doch bestimmt einer von der Nachtpatrouille. Ich verziehe mich mal. Auf Wiedersehen. Was haben wir hier? Das ist das Zeug, was ich weggeworfen habe. Das passt auch nicht mehr in mein Inventar. So sei es. Kupferschrott, Augen, ja. Weg damit. Und Grausten, wenn es passt, nehme ich auch noch mit. Kann ja nicht schaden. Und nichts wie weg hier. Lauf, lauf, lauf. Wie sieht das eigentlich mit unserem Generator aus? 5 Knochen hat er noch. Ja. So, perfekt. Dann laufen wir mal rüber. Schmeißen den ganzen Stuff hier runter. So. Und bevor wir jetzt losgehen, bereiten wir uns auch darauf vor. Und wir gehen einfach mal davon aus, wir würden auf einen Treffen. Huch! Oh, come on! Was gibt's denn jetzt schon wieder so abzulecken, Alter? Und wie lange brauchst du diesmal? Warte, der fette Leck kommt jetzt. Jetzt! Und 12 Sekunden gespeichert. Come on. Aber was beschwere ich mich eigentlich? Ich meine, dann brauche ich hier nicht so eine riesen Base bauen. So, und den hier, ganz ehrlich, die packe ich auch mal raus. Hervorragend.
Den packe ich sogar hier oben hin auf die 5. Ich glaube, den Hammer werden wir nicht brauchen. Und das hier bleibt schön in unserem Inventar. So. Und dann würde ich sagen, let's hope. Hoffen wir mal, wir finden auf ein 2-Sterne-Ast.